Auf zum Friedhof! Das Spinnennest ist viel zu groß und es schummert schon. Wir sollten mal unsere Sanity aufpolieren. Ach, das tun wir gerade, indem wir den Blumenkranz tragen. Das können wir auch noch machen, solange wir den Heatstone haben, der uns ein bisschen Wärme spendet. Gar nicht mal so dumm. Und hier könnten wir in eine Höhle. Ein Sinkhole. Das sollten wir auch irgendwann mal machen, finde ich. Da waren wir noch gar nicht drin in so einer Höhle, ne? Und Rocks haben wir wirklich genug. Haben wir Flints? Ja, Flints haben wir dabei. Gut, dann brauchen wir da nichts Neues zu ernten. Sonst müllen wir uns nur das Inventar voll. Höhlen können wir dann später mal machen. Ich glaube, Höhlen sind auch genauso wie der Winter, dass uns permanent kalt wird und wir irgendwie versuchen müssen, uns warm zu halten. Von daher ist es eigentlich genauso gefährlich, wie hier draußen rumzulaufen. Und die Grafik glitscht gerade wieder ein bisschen, wie ich irgendwie den Anschein habe. Und die Pinguine erschrecken mich immer total, diese blöden Mistviecher. Nehmen wir uns Essen mit, wenn wir Essen kriegen. Da beschwere ich mich nicht. Essen ist immer gut und Essen verschmäht man nicht. Wer verschmäht auch gerne Essen? Ich esse persönlich auch sehr gerne zwischendurch mal was. Ab und zu knurrt mir der Magen und ich habe einfach mal das Bedürfnis, komm, schiebst du dir mal so was Fettiges rein. Einfach mal so richtig schön was reinschieben. Mensch. Hier tummeln sich auch die Pinguine. Hallo Pinguine, ihr ollen Frackträger. Na, was geht? Soll ich euch mal das Ei klauen? Wie? Wie? Ihr habt das Ei wieder mitgenommen. Das wollte ich haben. Du blödes Teil. Ah, einen Pilz können wir auch mitnehmen. Solange wir Inventarplatz haben, ist das kein Thema. Hier oben scheint nichts zu sein. Dann gehen wir mal nach weiter links unten. Ein ziemlich normaler Baum, wie es den Anschein hatte. Hatte jedenfalls gerade sie gesagt. Wir spielen ja eine sie. Noch ein Sinkhole, das öffnen wir mal. Das können wir gerne machen, weil ich glaube, da kommt eh nichts raus. Ja, das schmeißen wir mal weg. Die Flints können wir mitnehmen, solange wir da noch Platz für haben. Es wird gleich schon wieder Abend. Krass. So schnell geht das. Mensch, die Zeit vergeht wie im Flug. Hier sieht man auch, hier geht's nach unten, wie uns dieser komische Pfeil anzeigen möchte. Seltsamer Pfeil. Damit hätte ich nicht gerechnet, dass er uns das sagen möchte. Aber gut. Hat der Pfeil wahrscheinlich doch das erreicht, was er wollte. Seine Lebensbestimmung ist erfüllt. Ein paar Beeren. Falls wir mal kein Essen mehr haben und nach Hause rennen müssen. Zu Hause haben wir immer noch genug Essen, also wenn wir mal wirklich was brauchen sollten, rennen wir einfach ganz schnell nach Hause. Nehmen wir mal schnell die Earmuffs, damit uns nicht ganz so schnell kalt wird. Ich würde gerne vermeiden, hier jetzt das Feuer zu machen. Obwohl, warum eigentlich nicht? Gehen wir noch ein bisschen weiter nach oben rechts. Nach Hause werden wir nicht mehr kommen in der Zeit, also da werden wir wohl erfrieren. Ich glaube, eine Stufe weiter geht's noch mit dem Kältedings, ne? War da gerade eine Fledermaus? Oh oh. Ich glaube, wir hätten das doch nicht öffnen sollen. Ist nur eine grobe Vermutung. Wir legen mal hier den Stein daneben und ich ziehe mir den Locksuit an. Verdammt! Verdammt. Das ist gar nicht gut. Gar nicht gut, gar nicht gut. Ah! Ich laufe mal einfach weiter ums Lagerfeuer rum. Verdammt, können wir das Sinkhole irgendwie zumachen? Kacke, ich dachte, das... Mist! Wir sollten so schnell wie möglich nach Hause zurückkehren. Das Dumme ist nur, der Rucksack liegt da gerade rum. Und wenn ich den nehme, muss ich meinen Locksuit wegwerfen, weil ich sonst nicht schnell genug hantieren kann. Außerdem wird's gleich... wir sind sowas von tot. Verdammt, ich muss es riskieren! Schnell die Fackel! So, jetzt können wir auf jeden Fall in der Nacht herumlaufen.
einmal das Backpack genommen. Warum auch immer der Locksuit jetzt da rumliegen darf. Aber egal. Wir laufen jetzt ganz schnell nach Hause und hoffen mal, die Fledermäuse irgendwie abhängen zu können. Oder folgen die uns ewig? Och Leute, das kann doch jetzt nicht sein, oder? Ach gut, die gehen auf die Pinguine. Schnell nach Hause. Die sollen sich mal ruhig alle privat bekriegen. Eieiei. Ich lasse die Fackel mal doch in der Hand. Weil es könnte sein, dass es knapp wird. Oder auf ordentlich Deutsch, weil es sein könnte, dass es knapp wird. Nicht wie dieses Möchtegern-Deutsch, was man gerne mal benutzt. Weil und dann einfach Doppelpunkt. Nein, nein, so wollen wir hier nicht arbeiten. Dies ist ein seriöses Let's Play. Okay. Was ziehen wir uns dem mal an? Im Winter wachsen wenig Blumen, aber das... Das bringt uns in der Nacht nicht viel. Wir brauchen Sanity. Wenn es so weitergeht, sind wir total, verrückt irgendwann. Und die Erkundungstour war natürlich total erfolgreich. Oben wird es wahrscheinlich auch nicht mehr viel weitergehen. Und die ganzen Fledermäuse, die da rausgekommen sind... Boah, was für Drecksbestien, umrunden einen und wollen einen dann auffressen. Es ist einfach traumhaft. Wie nett das Spiel doch zu einem ist. Ich glaube, am sichersten ist tatsächlich, wenn wir uns demnächst vornehmen, erstmal so eine Art Wall zu bauen um die Basis herum. Also schön Steine hacken gehen. Hier haben wir noch einige in... Oh nein. In der Nähe. Ich werde mal versuchen, da irgendwie den Fledermäusen auszuweichen. Und dann hacken wir uns Steine wie Blöde und werden uns dann hier mal gucken, wie viel das denn kostet. Wie viel kostet denn hier so eine Stonewall? 2 Steine jeweils. Naja. Das ist nicht billig. Da werden wir einiges für hacken müssen. Eieiei. Aber gut. Das ist dann wenigstens mal eine Aufgabe, die wir jetzt demnächst haben, um uns irgendwie... mal was aufzubauen, was da noch hält. Sag mal, wachsen die überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Schmeißen wir nochmal kurz einen Lock drauf. Ich glaube, es müsste halten, aber egal. Im Winter kann man nie genug von dem Zeug haben. Winter Freezing, Seasonal Changes. Hm. Hab keine Ahnung. Night Hands. Hier steht gerade nichts direkt, was ich lesen kann, ohne jetzt lange in der Wiki zu verfallen. Ich guck mal hier bei den Plots bei Farm Basic Improved Farm. Gucken wir hier mal kurz. Ich schalte mal hier auf Pause, sonst rennt uns das Spiel noch davon. Da steht, wie viel das kostet. Takes about 20 daylight hours to grow a vegetable. Also ungefähr 20 daylight hours. Ist das dann so circa 2 Tage oder ich weiß nicht genau, wie das Spiel misst. Ich trinke mal kurz ein bisschen Kaffee. Aber hier steht, glaube ich, gerade nicht. If a crop has finished growing, it will not spoil if not harvested. This can be a good way to harvest food for the winter. Super. Farms only grow during the day. At dusk, they stop growing until the following sunrise. This means that in worlds of eternal dusk night, planted seeds will not grow without the help of fertilizers. Eieiei. In the first few days of winter, fertilizer may still be used to grow crops, even though they will not grow themselves. But after that, they cease to function. Last days of winter can also be used to grow the crops with the fertilizer. Ah, das heißt, in den ersten Tagen können wir tatsächlich die Pflanzen noch wachsen lassen, indem wir da Zeug drauf kippen, aber ansonsten ist da nichts rauszuholen.
Und uns wird immer schlechter. Von der... Ne? I can't do that. Verdammt! Wir können die Farmplots nicht mehr weiter benutzen im Winter. Das ist ja großartig. Wir nehmen uns einen Heatstorm mit und holen uns noch einfach viel mehr Karnickel. Nehmen wir mal die erste Kiste hier, um dann möglichst viel Zeug erstmal hier zu behalten. Einfach mal alles hier, damit wir Platz haben. Ist auch egal, ob das jetzt in die Kiste reingehört oder nicht. Ich möchte einfach nur den Platz dafür haben. Wir haben einen Heatstone dabei. Das bedeutet, wir brauchen gerade mal keine Earmuffs zu tragen. Die Gräser da oben scheinen im Winter auch nicht wirklich zu wachsen. Das ist ja hervorragend. Wir haben Hunger. Also benutze ich mal ein bisschen Essen. Und dann gucke ich gleich nochmal ganz schnell in der Wiki, also in den Farmdingern, bei welchem Essen man denn möglichst viel Sanity dazu kriegt. Ich vergesse es jedes Mal wieder und irgendwann werde ich es mir bestimmt mal merken, aber im Moment irgendwie nicht. Wo ist die Trap hin? Kaputt. Das ist ja großartig. Müssen wir mal eine neue Trap bauen. Können wir das hier irgendwie noch... Ja. Hervorragend. Dann bauen wir hier mal die neue Trap hin. Na, Kaninchen? Habt ihr auch gut geschlafen? Jetzt kommt die Bibliothekarin und will euch essen. Lecker Kaninchen. Stell ich mir schrecklich vor als Kaninchen, wenn so eine verrückte Frau da plötzlich in das Terraria, will ich schon sagen. Das ist ein anderes Spiel. In das Territorium eindringt, um die Kaninchen abzuernten und so etwas rumruft. Na, ihr Kleinen, ich will euch jetzt verspeisen. Lecker, 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 schmecker Hähnchen. Hähnchen? Kaninchenfleisch. Kaninchenfleisch. Kaninchenfleisch ist übrigens wirklich sehr lecker. Also wer noch nie Kaninchen gegessen hat, dem ist was entgangen. Der sollte es auf jeden Fall mal nachholen. Genauso wie Känguru oder Strauß. Alles total lecker. Und das meine ich auch wirklich ernst, obwohl ich sonst meistens nichts ernst meine. Also da muss man mir einfach mal glauben. Das ist nämlich so. Unser Blumenkranz ist tot. Weg. Verspoilt. Wir brauchen einen neuen. Und ich habe gerade keine Earmuffs dabei. Wie blöd von mir. Da sind Eier. Die nehmen wir uns mit. Und zwar so schnell wie möglich. Die sammeln die Eier zwar auf, aber dennoch kann man die durchaus noch vorher mitnehmen. Davon werden die anscheinend nicht sauer. Gehen wir mal schnell hier runter, machen das Feuer wieder an. Wir brauchen dringend Holz. Aber die Bäume sind gewachsen. Heißt, wir werden jetzt mal schnell den Heatstone hier anfeuern. Solange noch Abend ist, ist das ja möglich. Ne, nachts werden die leider nicht mehr ganz so schnell befeuert, angestoned. Dann sind die nicht mehr so schnell stoned. Und... Na, oh Gott, jetzt bin ich raus, weil ich den Witz gerissen habe. Wenn man das Witz nennen kann. Ich glaube, nein. Aber egal, es amüsiert euch bestimmt. Einmal Earmuffs, nehmen wir uns hier einen Heatstone mit und vor allem noch schnell die Axt. Solange... Verdammt, das wollte ich gar nicht mitnehmen, aber egal. Solange wir jetzt noch ein bisschen sehen können und vor allem auch die Earmuffs haben, ist egal, ob die Bäume jetzt ausgewachsen sind oder nicht. Wir können uns jetzt gerade mal ein bisschen Holz zusammenfarmen. Ah, ist schon praktisch, hier oben so eine Baumfarm zu haben. Und ich bin versucht, gerade einfach den... Oh. Den gesamten Wald zu roden. Einfach nur, um Holzkohle zu kriegen. Warum auch nicht, ne? Nein, das erntest du noch nicht. Und ich bin froh, dass hier kein Tree Guardian gewachsen ist. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt geht bei eigengebauten Bäumen. Man sieht da unten schon wieder Spinnen, die in unser Territorium vordringen. Und die denken sich bestimmt auch, lecker Bibliothekarenfleisch, das muss ich haben. Aber wir lassen uns nicht einfach fressen. Jedenfalls noch nicht. Wir sollten auf jeden Fall mal die Steinmauer aufbauen. Im Moment bin ich dann doch der Meinung. Dann fühle ich mich einfach sicherer. Wir haben schon Tag 27. In 10 Tagen ist also der Winter vorbei.
Mal sehen, ob wir noch so lange durchhalten. Ich bin ja gespannt. Wird auf jeden Fall eine Lebensaufgabe, versteht? Wegen Leben und... irgendwie ist gerade, ne? Irgendwie geht's gerade mit mir durch. Und wir sollten mal gleich zurückgehen, weil... Es wird dunkel, einen Baum kriegen wir noch hin. Wir haben auch eine Fackel dabei, falls es nicht mehr so prickelnd sein sollte von der Helligkeit her. Aber bis jetzt läuft's ja. So, wir haben wieder ordentlich Holz zusammen. Und keine Holzkohle mehr, das ist schlecht. Er hier soll mal wieder wachsen, damit da was Großes draus wird. Und, ne, Winter ist natürlich, es wurde nur angegeben, wann der Winter das erste Mal anfängt. Ich würde mal gern wissen, wann der Winter auch in der zweiten Saison anfängt. Wenn wir im zweiten Jahr sind, kann es ja sein, dass der Winter... Also es könnte ja ganz theoretisch sein, dass wir noch ins zweite Jahr kommen, meine ich damit. Und wir dann ganz möglicherweise nochmal den Winter erreichen. Was jetzt vielleicht nicht so plausibel ist vom Gedankengang her, aber es könnte ja sein. Also mal sehen, ne? Das waren mal hier die Meatballs, bevor die noch schlechter werden. Ist immer gut, das Zeug wegzuhaben, bevor es ganz schlecht ist. Wir haben auch wenig zu essen hier insgesamt, leider. Ich würde gerne mehr haben, aber das ist uns anscheinend momentan verwehrt. Eieiei, also mit dem Essen wird es tatsächlich jetzt gerade knapp. Wir könnten natürlich jetzt das Fleisch da unten noch verwenden und jetzt nur noch Meaty Stews und so machen. Das ist mit den Hasen durchaus möglich. Aber wir kriegen natürlich auch jedes Mal, wenn wir so einen Hasen umbringen, Naughtiness Point. Und ich bin mir nicht ganz sicher... Ach komm, machen wir uns mal einen Meaty Stew. Das ist am effektivsten. Wir können leider immer nur ein Monsterfleisch nehmen, weil sonst die Monster-Lasagne rauskommen wird. Sehr ärgerlich. Ich glaube, für Meaty Stew sollte das reichen, oder? Ich guck mal ganz schnell. Meaty Stew, das ist... Wo ist es denn? Da ist es. Dreimal Fleisch, keine Zweige. Ja, das läuft. Guck! It's almost done. Wie lange dauert das denn? Na, das dauert 15 Sekunden. Das, dann sollte es machbar sein, das zu zaubern jetzt. Wenn er sagt jetzt, na toll, es gibt nur Meatballs. Und dafür habe ich so viel Fleisch verschwendet. Du bist so unfähig, Bibliothekarin. Dir nehme ich die Brille weg, dann kannst du gar nichts mehr sehen. Ja, so fies bin ich.